Es geht um Querdenken. Es geht um Bodo Schiffmann, Michael Ballweg und Co. Querdenken war von Anfang an eine Totgeburt. Michael Ballweg hat versucht, über ein Pyramidensystem, wo er der Kopf war, er der Bestimmer, über ein hierarchisches System hat er versucht, ein anderes hierarchisches System dagegen zu halten. Das ist komplett von Anfang an zum Tode verurteilt gewesen. Das war einfach von Anfang an scheiße. Querdenken ist tot, Freunde. Und das ist auch gut so. Ich habe nichts dagegen. Querdenken brauchen wir nicht mehr. Leider hat Michael Ballweg nie seine Fehler zugegeben. Sonst könnte man ja sagen, okay, Bodo Schiffmann sagt da, hat er Fehler gemacht? Ja, er hat Fehler gemacht. Aber welche denn? Er steht doch zu den Fehlern überhaupt gar nicht. Das ist doch der große Punkt. Und all die Leute, die jetzt da hinterherjammern und den Michael Ballweg als Mahatma Gandhi inszenieren, absoluter Gokolores Bodo Schiffmann. Alter, tickst du noch ganz sauber? Du tickst sowieso nicht mehr ganz richtig, muss ich jetzt mal ganz ehrlicherweise sagen. Weil da von Tansania da aus zu sagen, der Michael Ballweg ist der Mahatma Gandhi, aber selber wirst du deinen Arsch garantiert nicht vor die JVA bewegen. Das gebe ich jetzt schon Brief und Siegel drauf. Und wenn doch, werde ich mich entschuldigen, ganz offiziell, gar keine Frage, aber da von unten aus auch den Leuten Ratschläge zu geben, wandert doch aus und den ganzen Gokolores-Scheiße, Bodo. Ich meine, ich fand echt, deine Aktionen waren hilfreich, aber teilweise hast du halt auch echt Bullshit verbreitet und dafür hast du dich nicht entschuldigt. Ich erinnere mich mal daran an das Geweine, ja, dass irgendein Kind mit Maske gestorben ist, was halt de facto nicht passiert ist. Also, hast du dich mal irgendwie entschuldigt für auch für das, was du irgendwie so verbreitet hast? Nein. Und daher echt, Bodo. Forget it einfach. Weg von Querdenken. Und von diesem ganzen Reichsbürger und es gibt keine Verfassung und so weiter. Vergesst es einfach. Wir können uns, und da hat Gordon vollkommen recht, nicht auf der einen Seite Grundrechte einfordern, wenn wir dann wieder sagen, ja, aber die Grundrechte existieren doch gar nicht. Das ist kompletter Gokolores. Also vergiss den ganzen Reichsbürger-Quatsch. Der hat uns nur geschadet. Nur geschadet. Und deswegen möchte ich auch keine Fahnen mehr auf irgendwelchen Demos sehen. Gar keine. Mir ist das völlig Banane, ob jemand schwarz-weiß-rote Fahnen trägt. Aber nochmal, wir müssen uns dem, ja, abwenden und uns dann aber wirklich von solchen Menschen, denen es irgendwie nur um, also unter anderem halt auch um sich geht, von denen müssen wir uns abwenden. Die meinen, sie können daraus eine Marke oder irgendwie einen Gewinn erwirtschaften, eventuell. Es ist vielleicht meine Stärke, aber es ist vor allen Dingen auch meine Schwäche. Meine Schwäche ist, dass ich sehr leicht blenden kann und dass ich auch leicht hinters Licht führen kann. Das ist mein Fehler. Und das weiß ich. Auf der anderen Seite weiß ich, dass mir viele Menschen ihr Vertrauen schenken. Wir müssten denen bei, ja, die unterstützen unsere Hilfe anbieten mit dem, was wir können. Und uns als Bewegung etablieren, die für Ungerechtigkeit sich einsetzt und da eine neue Identität finden. Unsere Bewegung muss ein Kreis sein.